nochmal. Ich glaube, die halbe Zeit des Let's Plays geht jetzt nächste Zeit für Speichern wieder drauf. Es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe mir schon gedacht, auch das könnte ich schon erzählt haben. Oh, ich nehme einfach zu selten auf. Ich habe mir schon überlegt, dass vielleicht Bioshock ein Problem mit dem Raid hat. Und ich könnte mal probieren, bei Gelegenheit, das Spiel vom Raid auf eine Einzelfestplatte rüberzuziehen und dort zu benutzen. Keine Ahnung, ob das Erfolg verspricht, aber wäre ein Versuch wert. Also ich weiß zum Beispiel, dass die Adobe Creative Suite 3 kommt zum Beispiel mit Raids auch nicht klar. Keine Ahnung warum, aber so ist es. Hey, Partyhütchen! Ist das eine Überraschungsparty für mich? Lamb's Garden. Oh, das scheint der Privatgarten von Sophie zu sein. Okay, da ist eine. Mach den Riesenaffen da fertig und schnapp dir die Sister. Neues Tonikum, Eve-Experte. Manchmal braucht's ein kleines bisschen mehr, um diese harten Zeiten zu überstehen. Stocke mit Eve-Experte deine Vorräte an Eve-Spritzen für längeren Plasmidgebrauch auf. Ah, cool. Ja, danke. McDonough, hören Sie zu. Es gibt einen gravierenden Konstruktionsfehler hier in Dionysus Park. Ein Leck in der Hauptentwässerungsleitung könnte den ganzen Laden hier überfluten. Fehlerhafte Druckventile würden die ganzen armen Teufel hier einschließen. Ein ungeschickter Big Daddy klopft das falsche Rohr auf und zack, wird Lambs kleine Kunstschau zum Luxuslebensraum für die Fische. Nicht auszudenken, wenn diese Info in falsche Hände gerät. Das können wir doch eventuell für uns einsetzen, oder? Wir sind ja relativ unempfindlich, was Wasser angeht. So. Huch. Frame-Einbruch. Super. Das wäre es nicht schlimm genug mit den Abstürzen. Aber es hat vielleicht die gleiche Ursache. Und da würde ich aufs Raid tippen. Ich würde darauf tippen. Ich würde keine Wette darauf abschließen. Wir speichern einfach nochmal. Wir haben es ja. Guten Tag. Wir wechseln mal auf den Electro Bolt. Ah, und wir gehen mal kurz die Waffen durch, um alles auf Panzerbrechen zu stellen. Das ist okay. Splittergranate, weiß nicht. Kontaktminen können wir natürlich benutzen. Ach ja, komm, probieren wir es. Wir speichern, wir machen ein Bild von dem Großen. Und drauf. Der ist direkt durch mich durchgesprungen. So, Kleine. Dann komm mal her. Mein Portemonnaie ist voll, kann es sein? Da hinten war aber irgendwo. Kann man die eigentlich wieder aufsammeln? Oh, perfekt. Perfekt. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Ach, und hier ist direkt eine Leiche. Das ist ja traumhaft. Aber irgendwo war so ein El Bandito. Und den würde ich gerne als erstes aufsuchen. Und ich speichere nochmal. Wow. Halt die Schnauze. Zum Glück hat er 4 Schüsse gebraucht. Sonst hätte ich nur sagen können, halt die Schnau. So. Da ist der El Bandito. Gut, wofür hauen wir denn jetzt das Geld raus? Eigentlich habe ich relativ viel Zeug.
Heckpfeile können wir nochmal einen mitnehmen. Danke. Bohrertreibstoff brauchen wir natürlich nicht. Das ist auch voll. Das benutzen wir nie und ist... Na gut. Einfach um Geld loszuwerden. Ja, ich weiß. Ich weiß. Nehmen wir nochmal ein paar Speere, nochmal ein paar Splittergranaten. Und nochmal zwei Kontaktminen. Da haben wir wieder ein bisschen Platz. Im Portemonnaie. So, laden wir nach. Ach, und wir sind endlich weiter, stelle ich gerade fest. Wir haben endlich die dritte Little Sister. Also, noch nicht ganz, aber fast. Komm, können hier eigentlich Gegner dann reinkommen? Das sieht mir so verdächtig aus, wenn hier die Leiche liegt. Von wo kommen dann überall die Gegner rein? Habe ich Minigeschütze? Drei. Nee, die benutzen wir natürlich nicht alle. Der hat ja auch noch Geld, richtig? Dann hätte ich gesagt, ich denke von da und von da kommen Gegner. Dann stellen wir doch das Mini-Geschütz hier hin. Einfach mal ein kleines Mini-Geschütz. So. Und dann benutzen wir ein paar Fallnieten. Und zwar ein paar von dieser Tür. Und ein paar hier. Können wir jetzt eigentlich auch leer machen. Dafür haben wir sie schließlich. Und sehr praktisch, man kann die auch wieder aufheben. So wie die anderen Dinger, die ich da gerade hatte. Die Kontaktminen. Für den Fall, dass jemand mein Geschütz angreifen will. So, ach, eine haben wir noch. Packen wir da hin. So. Ha, sieht cool aus. Gefällt mir. Nee, dann nehmen wir hier die normale. Und von hier hinten könnten wir eigentlich auch erstmal ein bisschen rumsnipern. Und dann speichern wir jetzt nochmal. Und dann kann es losgehen. Runde 1. Bitteschön. Oh, die kommen bestimmt von allen Seiten. Oh nee, da ist so ein... Oh, verdammt, da ist so ein Balkon. So, das war der erste. Wisst ihr, was ich brauchen könnte? Oh, das ging jetzt aber echt schneller. Das Tonikum kann ich nur empfehlen. Erfolg freigeschaltet. Meistersammler. Und der Fallenmeister. So, dann nehmen wir alles wieder mit, was wir nicht gebraucht haben. Kam jetzt aber auch relativ wenig. Oder es kam relativ wenig durch, wenn ich mir das hier so angucke. Hier lagen bestimmt, ach ich weiß nicht. 10 Fallen lagen dort da bestimmt. Die sind alle weg. Ich denke, die haben ganz gut was weggerotzt. So. Wir brauchen nochmal eine dicke, saftige Leiche. Und ein Einkaufs... Also, Einkaufsladen, ja. Ein Zirkus der Werte. Tja, alles voll. Wir speichern doch einfach nochmal... Ich würde es ungern nochmal machen, das Ganze. 1, 2, 3. Was? Auch voll. Richtig, wir können die Schrotflinte mal wieder benutzen. So, Verbandskästen voll. Alles voll, voll, voll. Oh, Heckpfeile. Ach, hat auch nur einen vorrätig. Ist aber schade. Gut. So. Zeig uns eine Leiche. Zeig uns die Leiche schneller.
Ah. Huch. Frame-Einbruch. So. Ja, das ist jetzt natürlich um einiges hässlicher als vorher. Hätte ich fast gesagt. Viele, viele Fallnieten. Wir haben nur 5. Gut, muss reichen. Gehen wir auf die normalen Nieten und gehen auf die normale. Ja, genau. Und natürlich speichern wir nochmal. Das ist gerade echt lächerlich, wie oft ich speichere, oder? Aber ich habe echt so ein bedrückendes Gefühl, dass das gleich wieder absemmelt. So, wir können auch mal wieder auf Abfackeln wechseln. So unschuldig ist es bestimmt nicht. Hey! Schon fertig. Wow, das ist echt genial, das Tonikum. Also fordernder Vater meine ich, das ist unglaublich gut. Wie schnell die fertig ist, da schaffen es die Splicer ja kaum aufzutauchen. Traumhaft. So. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt in diesen einen völlig übersicherten Raum. Ihr wisst, welchen ich meine. Den ich jetzt schon 3-mal hacken durfte, weil es jedes Mal abgestürzt ist. Direkt nachdem ich alles gehackt hatte. Genau, den müssen wir nur wieder finden. Und dann geben wir sie nämlich dort ab, weil für den Fall, dass jetzt die Big Sister... Entschuldigung. Wir speichern auch nochmal. Kennt ihr das Prinzip, die Geister, die ich rief? Während ich gerade dabei war, davon zu reden, dass es gleich wieder abstürzen könnte, ist es abgestürzt. Während dem Speichern, ich hatte unheimlich Glück. Durch Adam wird Eleanor zur Tochter des Volkes werden. Eine wahre Utopistin. Unermesslich intelligent, aber vollkommen selbstlos. Wenn sie sich erhebt, werden wir wie Hunde erscheinen, die sich knurrend in der Nachgeburt winden. Während im Speichern ist es abgestürzt. Ich hatte schon unheimlich Angst, dass mir der Spielstand jetzt abhanden gekommen ist. Und dass ich an sich wieder von vorne anfangen könnte, weil das ist mir bei einem anderen Spiel schon mal passiert. Ich weiß leider nicht mehr welches. Gothic vielleicht. Ja, ich denke es war Gothic 3 oder so. Da ist mir das echt schon mal passiert, dass während dem Speichern ist das Spiel abgestürzt und dann war es das natürlich für den Spielstand. Und tja, und dann zurück auf Anfang und das war richtig ätzend und jetzt habe ich befürchtet, dass das hier auch passiert, aber es ist alles gut. Alles gut, im Spielstand geht super. Jetzt habe ich auch direkt, bevor ich die Aufnahme gestartet habe, nochmal in einem extra Slot gespeichert. Nur für den Fall, dass das tatsächlich mal eintritt. Genau. Jetzt seid ihr auch wieder auf dem neuesten Stand und ich suche angestrengt diesen Raum. War das der hier hinten? Ja, ich glaube, das war da hinten.